Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute ist es mal wieder an der Zeit, dass ihr von Marius Golf ein kleines Update bekommt. Wir haben nämlich festgestellt, ein halbes Jahr her. Das verschollene Kind, ja. Das verschollene Kind lebt noch. War viel zu tun an allen Ecken. Wir haben immer gesagt, das nächste Update gibt es erst, wenn ein bisschen was passiert ist. Viele Kleinigkeiten, die man so auf die Schnelle einfach nicht sieht, aber extrem viel Zeit fressen, wenn man es halt eben doch, wenn man doch die Mischung baut aus Show und Shine, halbe Meile und ja, alles so ungefähr, dann dauert das Ganze halt ein bisschen länger. Ne? Plus, du bist ja fleißig am Renovieren zu Hause. Genau, also eigentlich haben wir uns alles auf einmal gegeben, Kinder, Haus, alles, was so ging. Ja. Volles Programm, ne? Alles ja, auf einmal, also deswegen. Und ich habe ja mal gesagt, ich schraube nur dann, wenn es mir Bock macht und wenn ich da Lust drauf habe, und deswegen ist definitiv die letzten Monate weniger passiert. Aber genau, ja, Verbesserung. Mein Segen hast du da, ich sehe das ja genauso. Also wir machen das halt schon immer nach Feierabend, beziehungsweise eigentlich ist es ja mehr oder weniger dann ein Drittjob, ne? Weil du erstmal deinen Job, dann Kinder, dann Haus, dann Schrauben, vier Jobs eigentlich so ungefähr. Und es dauert halt manchmal immer länger, aber es ist bei uns beiden so, dass wir das nicht machen. Früher war das ja noch ein bisschen was anderes. Früher hat man ja so ein Auto gebaut, weil man damit Freitagabends zum Treffen fahren wollte. Diese Zeit ist jetzt eh vorbei. Das heißt, uns geht es eigentlich viel mehr um die Schrauberei und was Geiles zu bauen, mit Kumpels Scheiße zu quatschen, irgendwelche coolen technischen Sachen zu bauen. Und das braucht halt immer so ein bisschen seine Zeit. Ne? Aber im Grunde zählt halt einfach nur, dass es geil ist und dass die Autos auch, selbst wenn es ein bisschen dauert, irgendwann abliefern. Und ich glaube, das haben wir bisher immer ganz gut hinbekommen. Genau. Ich rede mir mal ein, wenn ich es ordentlich baue, funktioniert es auch gut. Das ist nicht immer der Fall, aber ein bisschen Kopfsache ist ja, man muss es sich ja schön reden. Ne? Deswegen. So, und es ist ja jetzt ja auch nicht so, dass es irgendwie Jahrtausende dauert, ne? Aber egal, lange Rede, jetzt ist es langsam so weit, dass es akut und ernster wird. Genau. Also eigentlich wollten wir ja dieses Jahr schon mal fahren, also sowohl mit dem Auto als auch mit Limo, die dahinter steht. Noch ist das Jahr ja nicht rum. Noch ist das Jahr nicht rum, es kommt immer ein bisschen anders, ein paar Events haben wir noch. Wichtig ist halt nur, wenn der Tag kommt, sollen die Dinger funktionieren. Jetzt waren wir zwischenzeitlich mit Oma Golf einmal auf Prüfstand, 1072 PS am Rad. Was wirklich schon zornig war. Gut war, ja. So, warmer Tag bei Beni in der Halle, kein externes Gebläse. Das heißt, man hat wirklich nur in der Halle die Luft ein bisschen zirkulieren lassen. Das heißt, Sauerstoff gleich null in der Butze. Und das zeigt eigentlich so ein bisschen, wie weit wir mit dieser VR-Technik dann doch schon sind. Weil ich kenne nicht so viele 12-Ventiler, die wirklich schon mal 1072 Watt. Und der Motor ist in der Bude jetzt ja auch schon 4 Jahre drin oder so. Das muss man auch dazu sagen. Ne? Ist ja nicht so, dass wir 5 Blöcke durchgezogen haben. Immer noch der erste Motor drin, also erste Motor, der erste gebaute Motor mit Kolben. Vorher waren halt Originalkolben drin, das hat natürlich nicht so lange funktioniert, aber immer noch der allererste Motor und Block und so weiter. Ja. Und das hat uns auch noch so ein bisschen wieder gezeigt, dass das schon der richtige Weg ist. Und deswegen wollten wir jetzt hier bei dem Motor auch nicht komplett alles von null anfangen, sondern wir fangen einfach mal an, was in der Zwischenzeit passiert ist, Thema Motor. Also der ist jetzt final einbaufertig hier drin. Der wird auch so bleiben. Geändert nur Folgendes. Wir waren mit Oma Golf wirklich, also das Ding war auf dem Prüfstand, kann man wirklich sagen, dann ausprogrammiert. Das heißt, ich habe wirklich das Auto von Lauf zu Lauf magerer gemacht. Ladedruck hoch, Zündung weiter nach vorne und das Ding fand das einfach geil, weil mit steigender Zündung ist es halt so, der wird kälter von der Abgastemperatur her, die Leistung ist mehr geworden, das zeigt auch immer, dass man noch nicht über der Zündung, also über dem Limit hinaus ist, weil irgendwann kommt der Punkt, da geht die Leistung dann wieder runter, weil das Auto anfängt zu klopfen und so weiter. Oder der Kolben weg ist. Oder der Kolben weg ist. Nee, es hat da wirklich alles gepasst, was mir auch im Nachgang eingefallen ist. Wir haben ja auch nicht einmal in den Tank geguckt bezüglich Kurbelgehäuseentlüftung und so. Ne? Mhm. Weil das waren ja bestimmt 15 Läufe, die wir gemacht haben. So, das heißt, der Motor ist so, wie er da steht, wirklich, ich will jetzt nicht sagen, ausprogrammiert in Bezug auf, dass da jeder mit der Leistung rumfahren kann. Aber er muss wirklich scheinbar noch genug Reserven haben, dass er sonst einfach auseinanderfliegen würde. Ich glaube schon, dass wir uns mit dem Ergebnis auf dem 12V nicht verstecken brauchen. Ja. Also, mit einem Gusskrümmer und so mit weiter. Mit einem Gusskrümmer, Gusskrümmer, dann alles ja noch in Anführungsstrichen human gebaut, kleiner Ladeluftkühler, ja. 89er Downpipe, darf man auch nicht vergessen, dass er nur 89er Pipe schlummert. Und dementsprechend so viele gibt es auch, die jetzt mir schreiben und erwarten, dass das hier jetzt wahrscheinlich 1300 oder so werden. So ist es natürlich nicht. Also bei der Oma ist es ja nur alles unscheinbarer verpackt, aber die Technik ist ja auch schon ähnlich. Gut. Ne? Also so, das heißt, wir wollen hier aber natürlich nicht weniger Leistung machen, sondern tendenziell eher mehr. Deswegen haben wir uns bei dem Motor überlegt, das ist jetzt tatsächlich immer noch genau 1:1 der alte Motor, wie in dem alten Auto auch gefahren ist. Nur, auch eigentlich kann man noch nicht mal sagen revidiert.
sondern, sondern außer der Kopf, der war schon einmal bei MG, der ist einmal genau. frisch gemacht worden. Genau. Und den Block haben wir wirklich einfach nur zerlegt und haben uns dann überlegt, eigentlich wollen wir, passt heute zum T-Shirt, hat Subi Performance tatsächlich auch mal, ich weiß gar nicht, wie lange es her ist, haben wir, glaube ich, sogar damals auch schon ein Video zugemacht. Wir haben vor ein, zwei Jahren bei Subi Performance schon mal einen Ersatzmotor hierfür zu bauen. Der ist auch soweit ready. Wir haben uns jetzt aber gesagt, wir starten mit diesem alten Motor doch nochmal einen letzten Versuch. Versuch im Sinne von, wir wollen mit diesem Motor mal mit der Verdichtung ein bisschen hochgehen. Weil wir konnten beim Oma Golf jetzt am Ende 28, 29 Grad Zündung fahren bei 3,6 Bar Ladedruck. Das sind utopische Werte. Das zeigt, dass der Motor eigentlich noch ein bisschen von der Verdichtung her zu gering war. Und das, obwohl der ja schon 8:3:1 ungefähr hatte, meine ich, hatte der Oma Golf. Ich glaube, ich hätte jetzt weniger gesagt, aber ist egal. War irgendwo so zwischen, das, dein alter Motor hatte unter 8 und der hatte ein bisschen mehr. Ja. Der hatte ein bisschen mehr. Das zeigt mir, dass da noch wirklich Potenzial steckt. Potenzial deswegen einfach Verdichtung hoch, ein bisschen weniger Zündung und schon kommt viel, viel mehr Leistung raus. Beziehungsweise eigentlich Drehmoment. Und das Drehmoment muss man über die Drehzahl dann halten, dann kommt auch Leistung raus. Das heißt, wir haben tatsächlich hammerhart den alten Motor genommen, haben bei dem alten Motor die Pleuel länger gemacht. Das ging zum Glück, weil wir hatten das Ganze damals schon mal einmal vor, als wir den Motor ursprünglich mal gebaut haben, weil der ist 1 mm geplant, haben wir das Ganze zusammengesteckt, festgestellt, Kolben guckt oben raus. Ja. Das wäre damals zu viel Verdichtung gewesen, deswegen kürzere Pleuel eingebaut. Jetzt aber wieder Pleuel wieder lang gemacht und das heißt, wir reden jetzt davon, dass dieser Motor irgendwo so im Bereich von einer 10er Verdichtung fährt, statt einer 8er. Also, wird jetzt für viele dumm klingen oder viel klingen, weil der hat ja Serie, glaube ich, auch eine 10,5 oder 10,2. Nee, noch weniger. Ich sage ja Serie 9,0. Also angegeben wird er mit 10,0. Ich bleibe dabei, dass das bis heute ein Aberglaube ist, dass der 2,8er fährt mit 9,0 und der 2,9er fährt mit 10,0. Deswegen hat der auch die dünne Kopfdichtung. Aber das ist der gleiche Aberglaube, wie die Leute kaufen sich die Sandwichplatte und da steht dann 8,0:1 bei, die genau. hat aber nur 7,6 oder so. Noch weniger, eher 6,7:1. Und deswegen halten diese VRs auch so lange. Ja. Das nimmt aber den ganzen Wirkungsgrad und alles, was halt... so ein Motor braucht dann irgendwann schon ein bisschen Kompression, um einfach Bock zu haben. Man hört das auch sofort akustisch, wenn ein Motor viel Kompression hat. Und deswegen überlegt, wir machen mal mit diesem alten Motor, ich glaube nur Pleuellage sind neu gekommen, ne? Genau, Hauptlager alles alt geblieben. Hauptlager alt, Kolbenringe alt, nicht durchgehohnt, nicht durchgeplant, gar nichts. Alles alt, längere Pleuel rein und eine spezielle Kopfdichtung. Da blenden wir mal was ein, weil 10:1 mit einer normalen Blechkopfdichtung wird nicht funktionieren. Also was heißt, wird nicht funktionieren, ist auch falsch, das kann auch funktionieren. Hat auch immer so ein bisschen was, was viele unterschätzen, mit Thema Thermik zu tun, weil der größte Killer von der Kopfdichtung ist einfach immer, wenn sie zu heiß wird, wird das Material einfach weich und es bläst durch. Plus ich glaube auch, dass die, wenn alles heiß wird, logischerweise auch die Vorspannung von der Kopfdichtung, also die Flächenpressung, auch weniger wird minimal. Und dann pfeift er durch. Deswegen haben wir hier uns eine Kopfdichtung bauen lassen. Die ist ein bisschen anders aufgebaut. Die gleiche Kopfdichtung haben wir auch in der Limo schon drin. Die fällt in die Nuten rein, die in dem Block schon waren. Das ist quasi ein Stahlring, der jetzt quasi die Abdichtung übernimmt zwischen Block und Kopf. Wir blenden das mal ein. Das heißt, die eigentliche Kopfdichtung gibt es eigentlich nicht mehr, sondern alles, was abdichtet, ist nur dieser Stahlring. Und der ist unten in der Nut und nach oben macht der eigene Nut eine Köpfen. Das heißt, da kann es eigentlich nicht durch. Also eigentlich übernimmt die Hauptaufgabe der Ring und der Rest macht nur den Wasserkanal dicht. Genau, drumherum ist noch eine Dichtung, die halt die ganzen Kanäle abdichtet. Ja, das ist auch zwangsweise notwendig für diese hohe Verdichtung. Das heißt hoch. 9,5:1 bis 10 ist jetzt ist schon höher, aber es ist jetzt noch nicht 12:1 Methanol Motor. Ne? Aber ich glaube, das geht schon in die richtige Richtung. Also der Unterschied zwischen Oma Golf und diesem. Ladertechnisch alles gleich. Hier natürlich der vermutlich bessere Krümmer drauf. Das werden wir dann am Ende feststellen, gegendrucktechnisch. Vielleicht auch nicht. Hier ist jetzt auch das große Abgasgehäuse drauf. Dieses Gehäuse, da gibt es leider nur ein einziges von, weil das irgendwann mal, ich glaube, ATP oder so gegossen hatte. Das ist ein 1,27er für die Borgwana-Lader, riesig groß. Bei Oma Golf hatten wir schon kleineres auf dem Prüfstand, weil das Gehäuse hier schon drauf war. Die 3,17 waren wir allerdings. Wollte ich gerade sagen, die 3,17 ist es schon die gefahren. Die 3,17 ist das Ding hier schon gefahren. Also meine Prognose ist, ohne mich zu weit aus dem Fenster zu lehnen, der muss auf dem Radnabenprüfstand eine 11,50 muss er auf jeden Fall machen. Definitiv. Also... Oder auseinanderfallen, weil er verschlissen ist, der Motor. Oder wir haben mit dem ja auch schon, ich glaube bei Chris damals hatten wir ja über 50 Läufe. Ja. Und wir waren, also wie viele Prüfstandsvideos von dem Auto, das sind ja 150 Prüfstandsläufe oder so. Ja. Dann habe ich tatsächlich festgestellt, dass auch die Nockenwellen, neue Erkenntnisse, die werden wir hier nochmal ein bisschen anders stellen. Das machen wir dann, wenn wir final Ventilspiel das nächste Mal gucken. Weil es war jetzt ja bei Oma Golf so, dass bei stehendem Ladedruck die Leistung ab 7,5 weniger wurde. Und das ist eigentlich immer ein Zeichen dafür, dass die Nockenwellen noch nicht perfekt stehen.
Das heißt, die müssen wir hier nochmal ein bisschen, auf jeden Fall mal ein bisschen verdrehen. Und dann mal gucken, wo es hingeht. Dann haben wir ja in den letzten Videos auch immer das Problem gehabt, dass der Keilriemen runtergesprungen ist. Da haben wir uns schnell mit unserer Tischfräse was überlegt und haben hier unten noch eine Spannrolle gesetzt. Normalerweise ist die Spannrolle beim VR hier oben. Jetzt sitzt die Spannrolle hier unten. Genau, jetzt ist es mechanisch, früher war es mit Federkraft, ne? Genau, und Marius hat einfach schnell auf der Tischfräse aus einem Alu-Stückchen diesen Halter rausgekoffert. Den Alu hier, ne? Und dann habe ich einfach universell mal wieder den Katalog aufgemacht und habe nach Spannrollen geguckt, die man mechanisch spannen kann. Und einfach hier eine Spannrolle ran, fertig. Jetzt spannen wir den Riemen natürlich auf der Lastseite. Das heißt, Kurbelwelle dreht sich so rum. Also, warte mal, ich zeige euch das mal so rum, ist besser. Kurbelwelle dreht sich so rum, das heißt, auf der Seite hier zieht der Riemen. Ist aber nicht schlimm, weil der Spanner ist auf der minimalsten Stelle schon genug gespannt. Das heißt, selbst wenn der Riemen es schafft, den Spanner wieder zurückzustellen, obwohl er mechanisch festgeschraubt ist, dann reicht die Spannung immer noch aus. Weil das war echt nervig. Weißt du, Marius hat so rumgeflucht mit diesem scheiß Keilring, wenn er da noch einmal runterfliegt. Ja, man muss dazu sagen, das Problem ist halt hausgemacht. Eigentlich ist da ja die Servopumpe, ne, und oder Klimaanlage. Und dadurch, dass wir ja dann umgebaut hatten auf elektrische Wasserpumpe ohne Servolenkung, habe ich mir das Problem halt quasi ja selber eingebaut. Ne? Normalerweise wird der da unten nochmal geführt, beim Golf 3 haben wir da gar keine Probleme mit, weil da unten die Servopumpe noch sitzt. Das heißt, der Riemen geht so über die Pumpe nach oben. Genau, wird da unten schön geführt und so weiter. Das war halt bei mir nicht mehr und es ist jedes Mal im fünften Gang irgendwie dieser scheiß Riemen weggeflogen. Ne? Das war und auf dem Event am kochend heißen Motor, es war halt irgendwann... Und ich werde nie vergessen, da war hier natürlich der Unterfahrschutz runter, eine Platte. Das heißt, man kam so richtig beschissen ran. Und wir waren am Filmen und Flo hat den Riemen wieder drauf gemacht. Du von oben, Flo von unten. Nee, wir haben mit dem Gang drin das Auto geschoben. Geschoben, genau. Ja, so er hat unten den Riemen drauf gedrückt, aber dann war halt dummerweise sein Daumen zwischen dem Riemen und dem Schwingungsdämpfer. Und wir schieben das Auto rückwärts, dass der Riemen wieder drauf geht. Sein Daumen war auch dazwischen. Ne? Und er so, ey Jungs, mein Daumen ist dazwischen. Er hat geschwiegen, aber es sah schmerzhaft aus. So, damit das nicht mehr vorkommt, hat die BG gesagt, wir sollen lieber einen Spanner einbauen, dass der Riemen da drauf bleibt. Genau. Und wir haben wieder eine mechanische Wasserpumpe drin. Genau, hier. Das hatten wir alles vorher totgelegt auf elektrisch. Und da hat der Olaf Motorenentwicklung mir ein bisschen die Augen geöffnet, dass eine elektrische Wasserpumpe in diesen Fahrzeugen eigentlich nicht funktioniert als Hauptwasserpumpe. Hat ein bisschen was damit zu tun, aber das machen wir später irgendwann nochmal bei Olaf. Kurzfassung, man braucht einen gewissen Wasserdruck im Motor, damit die Kopfdichtung funktioniert. Also hat man keinen Wasserdruck im Zylinderkopf, kann man den Zylinder auch nicht vernünftig kühlen. Ist einfach so. Weil, angenommen der Zylinderkopf kriegt 100 Grad, entstehen sofort Dampfbläschen, hast du keinen Druck, bleiben diese Bläschen logischerweise auch im Kopf. So. Und diese Wasserdurchspülung von dem Kopf ist ja auch niemals perfekt. Das kommt von unten durch den Block irgendwie rein und geht irgendwo wieder raus. Das heißt, das ist schon von dem Hersteller so vorgesehen, dass man in dem Kopf einen gewissen Wasserdruck hat. Idealerweise 1 bis 2 Bar, also schon viel. Und diese 1 bis 2 Bar schafft eine elektrische Pumpe nicht. Also jeder von euch kann sich jetzt ja von der Peerbook mal die Flowchart nehmen und einfach mal gucken. Und da werdet ihr feststellen, dass die bei 0,5 Bar alle den Arsch zumachen. Und das schafft nämlich nur eine mechanische Pumpe auf Drehzahl. Da macht die noch richtig Druck. Deswegen hier wir mechanischen drin. Und weil wir gelernt haben, Limo als auch Oma Golf, mechanisch funktioniert perfekt. Mechanische Wasserpumpe wieder drin, damit wir kopfdichtungsmäßig da richtig Saft drauf kriegen und die auch richtig durchspülen. Und dann kommt auch noch dazu, wenn man natürlich auf dem Wasserkreislauf einen Gegendruck hat, bleibt natürlich die Kopfdichtung auch wieder besser an Ort und Stelle, wie als wenn auf der einen Seite gar kein Druck und auf der anderen Seite Verbrennungsdruck. Jetzt ist der Verbrennungsdruck natürlich zehnmal höher als der Wasserdruck, aber es wird auf jeden Fall gut tun. So, deswegen vielen Dank an Olaf für den Tipp. Jetzt haben wir so gebaut. Catch-Tank. Genau, der ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert, aber ja, einfach mal ein bisschen Erfahrung sammeln. Der sieht innen drin dann auch wieder entsprechend aus. Können wir ja gleich mal was einblenden zu. Beim Golf 3 fanden wir es ja ein bisschen nervig, dass wir ab und zu auslernen. Also bei mir früher hat mich dieses Auslernen gestört, deswegen habe ich es jetzt mit Rücklauf gebaut, gibt es ein Für und Wider. Manche sagen, ich will den Mist nicht wieder zurück in den Motor haben. Leute wie du sagen, es wird eh so heiß, dass das wieder da drin verdampft. Klar, wenn ich jetzt natürlich einen Motorschaden fahre, habe ich die Späne überall, das wäre jetzt schlecht, aber ich wollte es wieder im Rücklauf haben, weil mich hat dieses Ablassen immer genervt irgendwann, ehrlich gesagt. Also man hat halt Folgendes, bei einem Ethanolmotor ist es halt tatsächlich so, dass bei einem Kaltstart in der Entlüftung eine Art Kondenswasser entsteht und das ist natürlich in dem Tank drin. Ich habe es bei Limo jahrelang so gefahren, dass es unten ins Öl geht, weil ganz ehrlich, du machst bei der Kiste eh alle 3, 4, 5 Events einen Ölwechsel. Drauf geschissen. Da hätte ich mehr Angst, dass wenn er doch irgendwann mal Öl pumpt, das Ding voll steht, du kein Öl, meine Ölwanne hast und das Ding fremd geht. Ne? Deswegen
finde ich das so auch erstmal. Der ist wieder in zwei Kammern aufgeteilt, hat eine Entlüftung im Rathaus. Genau. Gase kommen aus dem Deckel raus. Dieses Mal messen wir auch tatsächlich mal den Druck, der hier ist. Geht hier rein. In dem Tank ist wieder so ein ausgeklügeltes System aus Wänden. Ich weiß auch nicht, wie viele Leute uns immer schreiben und einfach einen Tipp haben wollen, wie sie einen Tank bauen sollen. Weil baut ihr diesen Tank falsch, wird er einfach nicht funktionieren. Man muss sich immer vorstellen, man ist Luft mit Öl und muss da durch und will voneinander getrennt werden. Und das geht halt einfach am besten, wenn man irgendwelche Bleche hat, wo die Luft gegenprallt und in dem Moment das Öl halt abfließen kann und sich unten sammelt. So, deswegen ist das Ding auch aufgebaut wie ein U. Luft geht rein, haufenweise Bleche und auf der anderen Seite nochmal Bleche wieder nach oben, dass die Luft wieder raus kann, dass spätestens im Ausgang das Öl endgültig abtropft nach unten und wieder zurücklaufen kann. So die Theorie. So die Theorie. Und dann hier, Nico, kannst du ja einmal reinfilmen hier. Sieht man auch ganz gut mit Reifen. Muss natürlich die Entlüftung von dem Tank größer sein als der Eingang, dass die Luft hier auch maximal geil rauskommt. Richtig schön fett so. Und da kommt dann auch wirklich nur noch Luft ohne Öl, ohne alles raus. Hoffentlich. Hoffentlich. Blend mal ein, zwei Bilder ein. Dann ist in der Zwischenzeit auch Thema Catchtank, was passiert? Ja, am Ende hat man eh wieder alles neu gebaut, das darf man nicht vergessen. Man sagt sich so, ach, das brauchen wir nicht bauen, das brauchen wir. Es tut auch echt immer ein bisschen weh, wenn du diesen ganzen alten Kram, du willst ihn nicht wegschmeißen, du legst ihn ins Regal, du weißt aber eigentlich, er kann eigentlich in Müll, weil du wirst es nie wieder verbauen. Ne? So. Aber jetzt werden wieder alle schreiben, warum das jetzt wieder, du wolltest den Tank doch noch hinten bauen. Ja, wollte ich auch, aber es ist technisch von den Wegen her so die beste Lösung. Ne? Aber sicherheitstechnisch natürlich gibt es jetzt wieder ein Für und Wider, wenn man irgendwo einschlägt, ist der Tank vorne, ja. Ich bleibe dabei, wenn ich einschlage, habe ich andere Sorgen, aber ja, geil ist es nicht, aber er ist jetzt technisch bestimmt am besten. So, ne? Also das eigentliche Problem bei Thema Kraftstoff ist immer, es gibt so eine magische Grenze irgendwo bei 1000 PS, wo es losgeht, dass man eigentlich drei Spritpumpen fährt. So, fährst du drei Spritpumpen, ungerade Zahl, ist es wieder schwierig. Wie kommst du mit drei Leitungen auf eine Rail? Machst du zwei Rails, hast du drei Pumpen für zwei Rails. Es ist einfach alles bescheiden. Deswegen haben wir uns jetzt gesagt, wir lassen den alten Tank, beziehungsweise eigentlich nicht lassen, aber es ist ähnlich wie damals, mit zwei Pumpen von den AEM 400, wie wir sie in Oma Golf auch fahren, weil sie bei Oma Golf gereicht haben. Bei Oma Golf sitzen sie hinten. Das heißt, hier werden die deutlich mehr Saft haben, weil besser als von hier nach da pumpen geht nicht. So, da werden kaum Verluste entstehen. Das wird einfach nur funktionieren. Das heißt, zwei AEM-Pumpen, den Tank, hier was Witziges einfallen lassen mit der Befüllung. Durch die Blinkerabdeckung eigentlich, ne? Genau, das heißt, wieder so eine kessische Schnellreaktion und ich habe dann... konnte fünf Stunden bauen. Nein, aber genau, das wird dann hier der Rücklauf. Ja, Entlüftung wieder auch im Rathaus. Genau, mal gucken, wie das funktioniert. Also hier sitzt später genau der Blinker und man kommt dann daran. Schauen wir mal. Hintergedanke ist folgender, man weiß natürlich nie, wann dieser Tank voll ist. Das heißt, wenn der Tank voll ist, macht man einfach eine weitere Leitung und pumpt einfach wieder zurück in den Tank. Das heißt, das hier ist die Leitung, da kommt einfach nur ein Schnellverschluss drauf, die in den Tank reinpumpt. Wenn dieser Tank voll ist, geht es einfach hier raus wieder in den Behälter. Das heißt, man kann wirklich einfach anstecken, auf den Knopf drücken, weggehen, irgendwann nimmt man es wieder ab und der Tank wird auf jeden Fall voll sein. Nichts und so weiter. Genau. Jetzt ist auch die Betankung so gut, dass man mit gutem Gewissen den Haupttank ein bisschen kleiner bauen konnte, weil, wie gesagt, man steckt einfach nach dem Lauf einfach kurz wieder dran, macht ihn wieder voll und fertig, ne? Wobei du ja mal ausblendet hattest unter Volllast und was fahren wir da, 16, 17 Sekunden irgendwie, das ist jetzt noch nicht so dran. Ja, das wird ohne Probleme funktionieren. Dann tat sich noch was am Wasserkühler, weil Marius wollte das Ding clean am cleansten haben und deswegen haben wir uns mal überlegt, wir gehen mal so auf dieses Japaner-System. Die Japaner haben nämlich ganz oft gar keinen externen Ausgleichsbehälter, sondern die haben einfach nur einen Deckel. Das heißt, das ist jetzt der Einfüllstutzen fürs Wasser und zeitgleich eigentlich auch das Reservoir, was du hast als Ausgleichsbehälter. Wenn hier Druck entsteht, drückt er über den Deckel hier das Wasser raus und irgendwo musst du quasi noch eine Ausgleichsflasche hinmachen, wo dann ein Schlauch drin steckt. Das heißt, er drückt das Wasser in eine Flasche rein und in dem Moment, wenn hier wieder ein Unterdruck entsteht, weil es sich abkühlt, zieht er das Wasser so rum wieder rein. Das heißt, wir müssen irgendwo noch eine Heinekenflasche hinstellen? Genau. Irgendwo muss noch eine Heinekenflasche hin oder so, wo das Wasser dann reinkommt. Ist auch immer ganz geil, weil man optisch sofort sieht, wenn er Wasser gedrückt hat. Es ist aber von der Theorie ja nicht schlimm, wenn er Wasser gedrückt hat, weil er zieht sich das wieder zurück. Blöd ist halt nur, wenn er so viel Wasser drückt, dass selbst dieser Behälter dann voll ist. Ja. So, und wir haben wirklich wieder lange überlegt, wo machst du einen Behälter hin? Machst du da hin? Machst du da hin? Machst du da hin? Es sah am Ende irgendwie nicht so geil, clean, aufgeräumt und so weiter aus, ne? Dass wir gesagt haben, wir machen das mal so, hier steht ein schöner Behälter. Bin gespannt, wie das funktioniert, aber... Ich würde es bei Limo auch so tatsächlich machen, hinter dem Motor. Ich glaube, dass das schon, dass das gut fruchtet. Bei uns bei den T3 Wasserkühlt ist das auch so, die haben noch einen Ausgleichsbehälter, also noch einen weiteren.
wo es rein zieht sich das wieder zurück. Ja, das ja. Eigentlich also gibt es in der Serie auch oft, wie Japaner ja sowieso, wie du sagst, genau. Man hat auch den großen Vorteil, dass es keinen Behälter mehr gibt, der platzen kann. Weil so geil findet es dieser Plastikbehälter auch nicht, wenn der unter Druck ist. Kannst du irgendwo da unten ins Rathaus eine PET-Flasche oder so machen, ne? Steckst einen Schlauch bis ja, alles rein. Du kannst also übertrieben sagen, Karo, wenn du hier einfach eine, ja. Eine, einfach eine Flasche nehmen. Also mal testen einfach. Ne? Und fertig. Es gibt einen einzigen Nachteil. Das ist halt nur, dass in diesem Wasser, in dem ganzen Kreislauf, das Einzige, was ja Druck aufnehmen kann, ist die Luft, die du drin hast. So, das heißt, wenn du da ein Bar Wasserdruck hast, heißt das, dass da irgendwo ein Luftreservoir war, was komprimiert ist auf ein Bar. Je weniger Luft, je schneller hast du natürlich diesen Druck. Mhm. So, das heißt, es gab auch schon Autos, die sich mit Absicht irgendwie nochmal einen Lufttank irgendwo hingemacht haben, dass sie mehr Luft haben, dass man es mehr komprimieren kann. Vielleicht mache ich da irgendwie so eine Kugel oder vielleicht gibt es hier auch vom Golf. Nee, ja, das ist gut so. Ich würde das genauso lassen. Ja, das passt schon. So, ja. Also Benzintank ready, Wasserkreislauf ready, Kretschtank genau. Ready, Motor ready, Getriebe ready, alles gleich 1 zu 1 wie bei Oma auch. Genau, Antriebswellen ist jetzt noch ein Thema. Antriebswellen, genau, die müssen wir nochmal bauen. Genau, die fehlen. Oder Serie, je nachdem wie man Bock drauf hat, bisher hat die Serie immer funktioniert. Ja. Also vorher bist du immer Serie gefahren? Ja, ich bin bis zum Schluss Serie. Originale muss ich dazu sagen, aber Serienwellen gefahren. Ja. Also ich habe die immer, ich habe die gereinigt und frisches Fett rein, neue Manschetten, aber es war wirklich einfach eine Golf 3 Antriebswelle. War einfach Serie. Plus Kabelbaum war ja auch wieder so eine Sache. Da sind auch ein paar Stündchen reingegangen, bis das jetzt hier so alles sitzt. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel da so im letzten Video von saß oder auch nicht saß. Weiß ich jetzt auch nicht. Ist ja aber auch noch nicht fertig. Also das ist jetzt das nächste, was wir machen müssen. Ne? Ja, aber es ist theoretisch aber zumindest so, dass jedes Kabel da liegt. Genau, liegt. Es ist jetzt immerhin alles drin, nennen wir es mal so. Genau. Und muss jetzt nur angeschlossen werden. Daniel drückt jetzt gerade nochmal eine neue Blende. Genau. Und jetzt habe ich Pluskabel mit Durchführung und Killschalter und so. Das habe ich jetzt alles gemacht. So dass wir dann eigentlich das Final verdrahten können. Da gab es nämlich auch wieder nochmal ein Upgrade. Und zwar, jetzt sitzt die Batterie doch nicht im Radhaus. Boah, das war auch eine, wie lange man über dieses Thema Elektrik am Ende immer grübelt, ne? Weil man ja, vor allem je länger man so ein Auto baut. Also wenn ich jetzt, wie in meinem Leben, nur dieses Auto hätte, ne? Dann würde ich es halt einfach in 4 Wochen bauen und fertig. 4 Wochen nicht, aber ja, bei uns wächst es ja leider irgendwie über die Wochen mit neuen Ideen, ne? Und dann habe ich jetzt irgendwie 3 Batteriehalter mittlerweile gebaut. weil dann war es leider so, dann war die Batterie vorne, aber eigentlich war die ganze Elektrik drin. Mhm. Das heißt, man hat wieder ein dickes Kabel hin und her gelegt. Dann muss das dicke Kabel auch wieder sowohl zur Batterie als auch zum Anlasser als auch zur Mischmaschine. Und dann hat uns der Tille irgendwie aufgeklärt über Kabelquerschnitte, ne? Und dann war meine Laune gleich schlechter, weil das habe ich dann gleich in Gewicht umgerechnet, so nach dem Motto. Und dann, also ist die Batterie jetzt dort. Kann man sich jetzt auch wieder drüber streiten, Batterie im Innenraum, Brandgefahr, ja. Aber es ist einfach geil jetzt, weil guck, du kannst einfach sofort, ne? Ja. Klack, Hebel umlegen, dann ist da kein Saft mehr drauf. Direkt von der Batterie hier eine schöne Durchführung in den Tunnel. Von da kommst du dann auf den Anlasser, vom Anlasser auf die Lichtmaschine, ne? Genau. Und fertig. Alle Kabel neu, alle Kabel dick genug. Also eigentlich ist das soweit ready. Genau, cool. Dass wir jetzt im Prinzip alles einpinnen können, bepinnen, wie auch immer. Kurze Wege. Das heißt, da müssen wir die nächsten Wochen irgendwie mal 2-3 Abende finden, wo wir ein bisschen quetschen. Ja, aber wenn alles liegt, das ist ja schon mal die halbe Miete immer. Also theoretisch mache ich jetzt als nächstes Spritleitung und Elektrik und dann können wir den Piep eigentlich mal anreißen. Thema Sprit war auch noch, da musst du nochmal schnell eine neue Rail her. Wir hatten da damals von Ben, das ist die allererste gefräste Brücke und da konnten wir die alte Rail nicht nehmen, die wir vorher von ihm hatten. Genau, also man muss jetzt zu seinem Schutz sagen, das war irgendwie so ein Sample quasi noch, ne? Und der Abstand hat da leider einfach noch nicht ganz gepasst von der Galerie, ne? Von den Düsen zueinander, ne? Und weil wir die jetzt aber irgendwie auch, die ist ja sonst in Ordnung, also hat uns jetzt der liebe Phil da eine Alternative gefräst. Von der Rail her, wo die Düsenabstände angepasst sind, das heißt, das fruchtet jetzt auch so, ne? Ja. Ja, okay. Nee, nur einmal einen kleinen Zwischenstand für euch, weil ihr nachgefragt hattet, gerne was sehen wolltet. Genau, eventtechnisch müssen wir dann mal gucken. Ne? Ich weiß nicht wann, also das nächste TTT ist leider beruflich bei mir schlecht. Ich weiß nicht wann dann das nächste Race ist und dann das nächste TTT wird wahrscheinlich im August sein oder so. Ne? Also ich hab so ein. Und das wäre schon mein Ziel, dass wir dann irgendwie, sag ich mal so Juli, August, dass das Ding, wie lange es hält, werden wir sehen, aber dass es immerhin ein Rollout hat. 26. August wäre dann nochmal TTT. Mhm. Da wird es wahrscheinlich eins auch noch geben. Was auch einfach geil wäre, Race 1000 macht jetzt tatsächlich auch eine Veranstaltung in Schweden.
Schweden könnte man, geht mit Fähre rüber dann wahrscheinlich. Ne? Schweden wäre noch was. Ja, oder halt, das sind in Anführungsstrichen auch nur 1000 Kilometer. Ne? Also klar, 1000 Kilometer sind 1000 Kilometer, aber das kann man ja fast. Aber ich glaube, das Fährebein, ne? Glaube ich. Also muss man nee, du kannst entweder mit der Fähre fahren, du kannst aber ganz normal Dänemark durchfahren oder Schweden. Ja, Dänemark, ja. Geht beides. Auf jeden Fall, Plan ist dieses Jahr nochmal halbe Meile zu fahren. Ich vermute mal, denn bevor wir erst im August fahren, denke ich mal, dass ihr euch in den nächsten 4 bis 8 Wochen auf den Prüfstand freuen könnt. Genau, dann würden wir ja schon einmal auf den Prüfstand vorher fahren. Zu Chris wahrscheinlich oder zu genau, Kohl, irgendwo, wo das halt mit Frontantrieb gut geht. Oder auch irgendwo wieder auf Radnabe mal gucken. Um mal generell so zu gucken, wie das so. Vorteil ist, wir brauchen ja nicht einfahren. Nee, an dem Ding brauchen wir nichts mehr einfahren. Einen wechseln und dann kann er auch den Kopf kriegen. Ne? Das kann dir auch losgehen. Ich bin wirklich gespannt, wie das mit der hohen höheren Verdichtung, war schon immer mein Traum, einen Motor mit einer höheren Verdichtung zu machen, weil aus dem Bauch heraus sage ich sofort 10, 12, 15 Grad weniger Zündung, was natürlich für vieles ein Traum ist in Sachen Belastung. Abgastemperatur nicht. Genau, Abgastemperatur heißt gleich sofort mehr Abgastemperatur, aber wenn ich mir überlege, dass selbst bei Oma Golf Abgastemperatur noch keine Thematik war, mit einem kleineren Gehäuse und einem Auspuff dran, dann glaube ich einfach, dass hier Thema Abgastemperatur eh kein Problem sein wird. Und selbst wenn, müssen wir ja mal realistisch sagen, lass da noch 1050 Grad stehen, ist doch scheißegal. Ja, für 3 Sekunden oder 5 Weil Sekunden, nicht mal 5. Das alte Eisenschwein von TTE mit der Gleitlagerung, Borg-Warner, das ja, das kann ist groß aus, das Ventil wird auch nicht kaputt. Also so. Ja, dazu kommt ja, die Abgastemperatur ist gar nicht so, also ja, bei dir, stimmt, bei dir können wir ja im Krümmer messen, hier vorne. Also wenn er da 1050 hat, dann, genau. Dann so. Ist kritisch. So, ne? Aber ich sage, da hinten am Lader wird hier vorne eh schon wieder weniger sein. Aber ich glaube, da hinten messen wir jetzt gar nicht mehr. Da habe ich, glaube ich, keine reingemacht. Ja, macht ja nichts. Aber hier vorne, ich glaube nicht, dass wir hier vorne die Temperatur so... Gegendruck, genau. Achso, und Pleuel auf große Schrauben haben wir getauscht, ne? Mehr haben wir nicht gemacht. Ja. Sonst ist er eigentlich ready für Drehzahl und ready für... Genau, also Event-ready ist dann nochmal ein bisschen Unterboden fummeln und Gedöns, aber motortechnisch könnten wir dann mal starten, theoretisch, ja. Das ist schon ein Scheinfahrzeug. Kann eigentlich genau so, wie es hier steht, zur Tuning-Experience. Ja, ist auch. Also ja, gerade wenn, so. Wenn ein Loch im Block ist, mein Pleuel rausguckt, dann werde ich mich hinterher für... Nee, gibt's extra einen Spiegel im Unterboot. Ich werde am PS-Days mache ich nicht Alus-Stand, sondern da, wie heißt die andere Area da, melde ich mich da an, genau. Ja, stimmt, PS-Days. Wir haben ja Anfang Juli wieder unsere PS-Days in Hannover und da wäre es halt auch schon geil, wenn das Ding da fährt. Also fährt im Sinne von mit unserer Showstrecke. Ja. Wenn man da vielleicht mal, macht absolut keinen Sinn, mit Frontantrieb die Showstrecke zu fahren, weil genau da, wo das Auto losfahren würde, ist die Strecke zu Ende. Ist die Strecke zu Ende. Aber für die Zuschauer wäre es schon, glaube ich, ganz geil, mal erste, zweite, dritte. Vor allem, wir haben jetzt ja gelernt, dass die Technik es kann, auch mal richtig einen stehen zu lassen. Das heißt, du konntest halt immerhin richtig mal einen stehen lassen. Boah, das sollten wir uns nicht nehmen lassen. Weil das Gefühl, so zweite Gang, Launch Control, Kupplung fallen lassen, ist schon witzig. Wobei es ja trotzdem nicht grottenschlecht ist. Also 4,5 oder so fährt das Ding ja trotzdem auf 100 oder 4 oder so. Ja, ja, nee, keine Frage, das schon, aber es ist klar, halt, es ist halt keine 1,8er oder 2 Sekunden Zeit. Das es geht halt eigentlich erst ab 200 oder so. Das stimmt, ja. Okay, aber natürlich hätte doch eine Aufgabe, in den nächsten 6 Wochen nochmal wieder 2 Autos fertig zu machen, ne? Aber wird schon. Ja, wahrscheinlich müssen wir Chris nochmal besuchen vorher, ne? Oder ja, wie auch immer. Ja. Oder Chris muss leider kommen oder wir gucken mal, wie wir das... Und wir das so machen. Ja. Wie wir das machen. Ich würde sagen, so viel dazu. Könnt euch drauf freuen, wird geil, wird cool, halten euch auf dem Laufenden. Es passiert auf jeden Fall nichts, worüber wir euch nicht unterrichten am Ende. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.